Hallo Klemmbaustein-Eisenmann-Fans. In diesem Video geht es um einen ET403 in der Lufthansa-Farbgebung. Wie manche ja wissen, ich habe noch den ET403 in der normalen Lackierung. Aber der im Lufthansa-Lack, der hat mir so gut gefallen, den musste ich dann auch noch realisieren. So, fangen wir mal hier mit dem Endwagen ohne Antrieb an. So, der Zug hat momentan leider noch keine Inneneinrichtung. Da bin ich noch dran zu gucken, wie ich das realisiere. Gegenüber meinem Pendant der normalen Lackierung habe ich hier den ein klein wenig anders bauen müssen. Und zwar habe ich hier normalerweise eine Zugplatte verbaut. Das ging diesmal nicht. Weil sonst wäre der gelbe Bereich in der Plate zu schmal geworden. Das wollte ich dann doch nicht. Deshalb bin ich hingegangen und habe den zwei Plates starken Rahmen auf einmal den Wagenkasten und einmal das Drehgestell aufgeteilt, wie man hier sieht. Der ist dann mit Fliesen realisiert in dem Bereich. Der Zug hat auch komplett die 2x2 Drehteller. Das funktioniert ohne Probleme. Wie man sieht, das hält, fällt nicht ab. Die Drehgestelle drehen leicht. So, hier vorne die Front ist bei der normalen Lackierung ein Formteil. In Weiß. In Gelb gab es das leider nicht. Deshalb habe ich das hier mit Platten und Slopes selber bauen müssen. Aber es sieht ganz gut aus. Funktionstüchtigkeit hier vorne ist auch gegeben. Die Scharfenbergkupplung ist nur angedeutet. Sitzt am Drehgestell. So, hier das Fenster in Weiß. Das ist 3x6x1. Das ist relativ selten. Wenn man es neu braucht, kann man da teilweise über 5 Euro auf den Tisch legen. Naja. So ist das halt mit seltenen Teilen. Das hier ist der Großraumwagen. Der hat gegenüber der normalen Lackierung hier eine andere Dachleitung. Bei der normalen Lackierung habe ich das mit Fliesen realisiert. Das werde ich aber wahrscheinlich noch umändern, weil mir das hier besser gefällt. Hier die Gitterfliesen, die deuten die Bremswiderstände an. Die sind auf jedem Wagen drauf. So, die Türen, die habe ich mit Skates realisiert. Das werde ich jetzt bei allen Fahrzeugen so nach und nach einbauen. Das sieht ganz gut aus. So, das hier, das ist der Abteilwagen. Großen Fenstern. So, hier haben wir den Motorwagen. Da sieht man das Motordrehgestell, der Powered Up Hub. Ich mache mal auf. Alles kein Hexenwerk. Da ist der Hub. So, das funktioniert ganz gut hier mit den Dashern und auf und zu machen. So, dann lassen wir mal laufen. So, wie man sieht, der hat es ein bisschen schwer. Die Räder drehen durch, aber das liegt daran, dass da jetzt noch Flugkriegsachsen eingebaut sind. Meine Lego-Lieferung ist halt noch nicht da. Also muss man mit den schwergängigen Flugkriegsachsen erstmal leben. So, Haftreifen habe ich auch noch nicht getauscht. Da sind noch die Haftreifen von Lego drauf. Mit meinen Dichtungsringen geht das Ganze natürlich ein bisschen besser. So, fahren wir in die andere Richtung. Naja, schafft es auch durch den Radius 40. Mal gucken.
ob er mit den Haftreifen durchkommt. Ja, es klemmt ein bisschen. Die Akkus sind auch schon etwas schwach. Ja. So. Also er kommt durch. Wie man sieht, der schleudert da schon wieder. So. Das war das Video zum Lufthansa ET403. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ihr könnt gerne ein Like da lassen. Wenn nicht, es gibt dann noch die andere Funktion. Aber die sieht man als Ersteller vom Video nicht so gerne. Aber das ist halt euch überlassen. So, dann würde ich mal sagen, das Video ist jetzt zu Ende. Und bis demnächst. Ciao.